Hey Mac, kann ich dich kurz sprechen? Komm ruhig rein. Hör mal, ich würde gern was klarstellen. Es tut mir leid, dass ich Lois erzählen musste, was los ist, aber weißt du, du musst wissen, dass ich nur um deine Sicherheit besorgt war und... Luke, du kannst genauso gut rauskommen. Luke! Die haben sie aus dem Knast gelassen? Kann man so nicht sagen. Er ist für mich ausgebrochen. Wir lieben uns. Du kannst keinen entflohenen Häftling verstecken. Das ist eine Straftat. Nur wenn es jemand rausfindet. Willst du es wieder tun? Willst du mich wieder verraten? Naja, ich... Brian, rufst du mich auf meinem Mickey-Maus-Telefon an? Moment mal, warum trägt der Typ Gefängniskluft? Denk nach, Peter. Denken. Augenblick. Sonntag, Sonntag, da ist es. Peter nimmt am Rodeo teil und kriegt mehr, als er will. Kann man wohl sagen. Und Meg liebt einen entflohenen Häftling. Oh nein! Luke, verschwinde! Joe, hier ist Peter. Zwei Sachen. Erstens, als ich neulich zu Besuch war, habe ich vergessen, Bonnie und dir zu sagen, wie sehr es mir gefällt, wie ihr die Wohnzimmermöbel umgestellt habt. Und zweitens, komm raus, da läuft ein entflohener Häftling auf der Straße. Du kommst in den Knast, Penner! Nein, Mr. Swanson, das dürfen Sie nicht! Doch, das darf ich. Er kommt wieder in den Knast. Wenn Sie ihn in den Knast stecken, müssen Sie mich auch mitnehmen. Ich weiß, das habe ich auch vor. Ich verhafte dich wegen Beherbergung eines Entflohenen. Oh, das ist okay. Immerhin habe ich ihn die ganze Zeit versteckt, um ihn... Was? Hi. Haben sie dich auch erwischt, als du in Ohio wählen wolltest? Es ist vorbei. Mac kommt heute aus dem Knast. Es kommt mir wie gestern vor, als wir ihr Zimmer an diese Fliege vermietet haben, die raus will, aber es nicht schafft. Okay, also wo jetzt? Genau da, genau. Ich krieg das nicht hin. Direkt, es ist direkt vor dir. Okay, ich kann sie hören. Lautstark ist kein Problem für mich. Ja, okay, flieg aus dem Fenster. Einfach, nein. Oh, hier oben vielleicht? Ist es links. Oben? Nein, hier auch nicht. Wie viele Augen hast du, hä? Nur zwei. Ja, aber... Genauso viel wie sie. Einfach nur... Ich kapier's nicht. Oh mein Gott. Was auch immer sie mir sagen wollen, du bist direkt davor. Also fliege ich einfach wieder rauf. Wir sollten Meg alle zusammen abholen. Nach der langen Zeit im Gefängnis wird sie sehr hilfsbedürftig sein und sich freuen, unsere Gesichter zu sehen. Bin zu Haus. Ihr seid alle meine Bitches. Okay. Meg, du siehst so verändert aus. Wie war's im Knast? Erste Frage, wer ist die stärkste, toughste Person hier im Haus? Ich spiele mich ungern in den Vordergrund, aber ich glaube, ich bin in diesem Haus. Mein Haus, Bitch! Wer ist der Witzigste? Ich kann ganz gut Witcher, Jane! Dad, sei ein bisschen bescheiden, das kann dein Leben retten! Ich hoffe, es ist Bier im Kühlschrank. Ich mochte sie lieber, als sie eindimensionaler war. Wie die Archivbilder auf einer Firmenwebsite. Ich bin eine Frau in einem Laborkittel mit Schutzbrille, die ein Reagenzglas anstarrt. Ich bin ein Latino mit Schutzhelm, aber durch meine Krawatte wissen sie, dass ich der Bauleiter bin. Wir sind Studenten, die unserem Professor zuhören, aber der Unterricht findet draußen statt. Hey! Meg, was zum Teufel machst du hier drin? Duschzeit. Ja, für mich, nicht für... Was hast du mit dem Ding vor? Mach dir keine Sorgen. Ah, du hast gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Dabei hätte ich mir Sorgen machen müssen.